Ihr habt euch ein zweites Mal zurückgezogen in das Wadi. Von hier aus erholt ihr euch von eurer Begegnung mit dem Fürstkomtur von Maraskan. Ihr habt das Gespräch erfolgreich beendet und einen Waffenstillstand auf unbestimmte Zeit erkauft. Yasina Melenaa wird übergeben an Azarir Scharlachkraut und den Admiral Sarastro Dorkstein, seines Zeichens der Bruder von Perdido Dorkstein, der Nemesis der Mine Amran Anji. Jetzt wartet ihr nur noch auf den vollständig entrückten Yarlan, der von der aranischen Hitze getrieben in die Wüste lief und bisher noch nicht wieder aufgetaucht ist. Nach vielen Stunden der Erholung hier im Schatten des kleinen Turmes naht nun die Nacht. Morgen könnt ihr mit einem Ritt Zorgan erreichen und müsst dann wieder in die Stadt durchbrechen durch den Belagerungsring. 21. Ingram, später Abend, und so beginnen wir. Ihr könnt gerade erkennen, wie Yarlan sich auch durch die Wüste in eure Richtung macht. Yarlan, seid ihr das? Und dann kommt reichlich verschwitzt und mit aufgerissenen Augen auf die anderen zugestolpert. Abelmir. Wo wart ihr? Angbar! Rassasor! Wo ist der Zwerg? Bitte hier? Zwerg! 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 Wo ist euer König? Zuletzt habe ich ihn in Gareth gesehen. Wann war das? Als wir uns getroffen haben. Er wollte eine Mauer reparieren. Und wo ist er jetzt? Was weiß ich, wo mein König genau ist? Wozu seid ihr gut, wenn ihr das nicht wisst? Ich war seitdem mit euch unterwegs. Ich halte nicht jeden Tag Korrespondenz mit meinem König. Der kann auf sich selbst aufpassen. Was quatscht ihr denn auf einmal von dem Hochkönig? Wieso? Ich glaube, er ist etwas dehydriert. Stimmt. Wahrscheinlich ist er etwas verwirrt. Hier, trinkt etwas. Ein Funke glimmt. Ganz klein und sacht. Gebannt der einst in kühlem Grunde. Doch wehe, wenn er einst entfacht, emporsteigt, wächst zu gierigem Schlunde. Frisst weiter, wird zur Flammenmacht, dann schlägt sie. Pyrrhadaks Rachestunde. Moment, ihr sprecht von... Der Drachemann! Jetzt reimt er auch noch. Nein. Moment. Ich... Das kann nicht der Drache sein. Der Drache ist fort. Wir haben ihn besiegt. Aha. Aber etwas anderes, Finsteres. Im Glimmen in der Dunkelheit, nicht wahr? Ich muss überlegen. Was redet ihr? Sagt das irgendetwas? Ich muss darüber nachdenken. Ja, gib mir das erstmal. Zertastet kurz herum, reißt dann aber mir den Schlauch, den er in der Hand hält, aus dem Mund. Und zieht den relativ unsauber leer. Trink langsam. Wir müssen zurück. Nach Norden, nach Hause. Wir ja, haben, nee, nicht jetzt. Wir haben hier eine Aufgabe, Yarlan. Mann, scheiß auf Aranien! Ihr habt recht. Oh weh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir müssen zurück in den Norden. Umgehend. Ja, wollt ihr uns wohl erleuchten? Oder wollt ihr jetzt einfach nur mystisch vor euch hin quatschen? Nein, natürlich. Es handelt sich um den Algrim. Ich weiß nicht, ob euch das etwas sagt. Davon hat doch Albrax gesprochen. Ein Elementar, der von dem alten goldenen Drachen verdorben worden ist. Und den wir in die Kavernen gesperrt hatten, wo es feucht war, sodass... Nun, er sich nicht neu entfachen konnte, aber wenn das, was ihr sagt, wahr ist, wo habt ihr diese Information überhaupt her? Guckt ihr mich an? Jeder versteht ihr ein Wort? Nee. Also irgendwas mit Drachenmagie wahrscheinlich, aber warum Yarlan jetzt davon redet, weiß ich nicht. Yarlan, du kannst gerade erkennen, wie aus dem kleinen Häuschen am Wadi jetzt eine Person heraustritt und eine weitere, eine männliche, eine weibliche, die du bereits kennst, und zwar beide. Es handelt sich dabei zum einen um Azeriel Scharlachkraut, die Hohepriesterin der Borbrat-Kirche, und zum anderen
Jemand, wo du etwas nachdenken musst, wo du ihn das letzte Mal gesehen hast. Auf alle Fälle fährt dir ein eisiger Riss durch den Körper, wenn du ihn nicht ganz zuordnen kannst. Deine Gesichtszüge erinnern dich an jemanden. Ist das nicht der Kerl gewesen, der dich in Boran in der Taverne angesprochen hat? Dann springt er auf die Füße, tastet ein wenig an seinem Gürtel herum, findet kein Schwert, versucht dann, das von Abel mir an sich zu reißen. Einen wunderschönen guten Abend, Jalan. Beruhigt euch. Jalan setzt sich wieder. Was ist denn jetzt schon wieder? Warum bringt ihr diesen Mann hierher? Weil wir hier auch beschäftigt sind, Jalan. Wir haben nicht einfach die Zeit, sofort wieder zurückzureisen. Teil der Verhandlungsergebnisse. Arrangiert euch damit. Wenn wir aber nicht sofort zurückreisen, könnte es sein, dass das ganze Mittelreich brennen wird. Mehr noch, der ganze Kontinent wird brennen. Vielleicht erzählt ihr von Anfang an, was los ist und was passieren soll. Also, ein mächtiger Elementar zu Zeiten Pyrdakors. Er wurde verdorben von ihm. Wir Zwerge konnten ihn unter großen Verlusten bannen, natürlich nicht vernichten. Wir haben ihn in die tropfenden Kavernen gesteckt, denn dort ist so viel, nun ja, Wasser, dass die Flamme nicht erneut entfachen konnte. Doch wenn dieser Flamme Futter gegeben wird, bricht großes, großes, großes brennendes Unheil über uns herein. Davon sprach Jalan eben. Wir müssen das sofort mit dem Hochkönig besprechen. Ich fürchte, ihr seid euch nicht ganz im Klaren, wo wir hier sind. Es dauert mindestens 2 Wochen, bis wir zurückkommen können. Wenn wir dauerhaft reiten. Ja, dann hat sich mittlerweile etwas abgeregt, hat vor allem aufgehört, Abelmir seine Waffe zu entledigen. Wir haben hier eine sehr wichtige Aufgabe zu erledigen. Es ist niemandem gedient, wenn wir jetzt einfach alles einpacken und abhauen und alles sich selbst überlassen. Das einzig Sinnvolle, was wir tun können, ist das hier abschließen und dann so bald wie möglich zurückkehren und uns darum kümmern, dass nicht noch ein Weltuntergang passiert. Während der Falkenflug tritt an dich heran, Jalan, und sie legt beruhigend die Hand auf deine Schultern. Vielleicht solltet ihr uns erzählen, was ihr in der Wüste gesehen hattet. Eine Vision, eine Gesichte, die ihr hattet? Ich sah eine Stadt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich nehme an, um mich herum waren Menschen, Zwerge, viele, verbrannte, Tote. Von hier aus konnte ich bis auf den Berg hinauf sehen, der an der Seite wie geschmolzen aussah. Die Stadt lag in Trümmern, in Schutt und Asche. Und ich konnte noch auf den See hinausblicken. Und ich sah den Bergkönig, Albrax. Oh genau, Albrax, wie er auf Rassasor schoss. Ich glaube, ich denke, ich hoffe, wir müssen irgendwas tun. Natürlich müssen wir irgendwas tun. Ich überlege schon die ganze Zeit, was wir machen können. Ist diese Vision an einer bestimmten Zeit? Koppel konnte erkennen, wann das war. Passiert es morgen? Tagsüber? In einem Jahr? In 10 Jahren? Warum fragt ihr solche Sachen? Wahrscheinlich passiert es jetzt gerade. Das ist ja sowieso nichts tun, weil wir brauchen 2 Wochen zurück. Es ist besser als gar nichts. Wir haben hier Wichtigeres zu tun. Hier geht es um einen Splitter. Albrax, wie sieht es mit Kommunikationsmöglichkeiten in die Heimat aus? Könnt ihr das arrangieren? Kann einen elementaren Diener beschwören und ihn bitten, eine Nachricht zu überbringen. Das wäre wohl denkbar. Dann sollt ihr das tun. Ja, ich denke, das ist der schnellste Weg, den ich wählen kann.
Ja, wie gesagt, von hier aus können wir sowieso nichts tun. Und bis wir wieder zurückgereist sind, mag schon alles zu spät sein. Ja. Wir sollten uns dennoch möglichst schnell wieder gen Norden begeben. Die Zwerge brauchen unsere Hilfe jetzt mehr denn je. Sobald wir hier alles abgeschlossen haben, ja. Denn einen Vertrag mit Helme Harfax zu brechen, denke ich, ja, das ist mir bewusst. Schlimmer. Das ist mir doch bewusst. Also müssen wir so schnell wie möglich zurück nach Zorgan, die Geweihte holen und sie übergeben und dann können wir wieder nach Norden. Harfax, wie, was? Harfax? Warum? Moment, eins nach dem anderen. Warum sind diese beiden hier? Wir standen dem First Comtur persönlich gegenüber und haben Verhandlungen geführt. Diese beiden hier, Azarir Scharlachkraut und Sarastro Dorkstein, werden uns begleiten und die Geweihte in Gewahrsam nehmen, wenn die Übergabe stattfindet. Na gut. Warum diese beiden gerade? Ja, wissen wir auch nicht. Sind jetzt halt da, müssen wir uns mit arrangieren. Nun, vermutlich, weil sie vertrauenswürdig sind für den First Comtur und sich erwehren können. Wir heißen ja übrigens unter Zarflagge. So solltet ihr uns also auch behandeln. Wir haben eure Götter respektiert, als ihr unter unserer Gewalt stand, und ebenso soll es anders ebenso passieren. Zudem wird der Fürst Comtur erfahren, wenn uns irgendetwas zustößt, was ihr verschuldet. Ich bin mir sicher, das wird er. Kommt deshalb er wird ihnen auch nichts geschehen, Jalan. Nun gut. Das Erste. Um das Ganze vielleicht etwas objektiver zu betrachten und aus meiner elfischen Perspektive, was erhofft ihr euch genau in Angbar, wenn ihr dort ankommen solltet? Egal ob nun heute oder in 2 Wochen. Was wollt ihr gegen ihn ausrichten? Die Götter werden meine Hand leiten, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Ach, verschont mich bitte mit diesem Gelaber. Fangt nicht schon wieder an, Scharlachkraut! Ich hätte euch einen Pfeil durch die Brust jagen sollen, als ich euch das erste Mal auf Maraskan gesehen habe. Ich glaube, es geht hier nicht darum, dass ich die Götter anzweifle oder dass sie mit euch stehen. Ich meine, ihr leuchtet etwas und man kann euch die Entrückung beinahe ansehen oder auch spüren. Man sieht, dass sie magische Kräfte unterdrückt und ihr die Matrix zurückhaltet. Aber was ich jetzt damit meine ist, er ist nicht nur ein Jahrtausende alter Drache, nicht nur ein Begleiter von einem Halbgott, sondern er trägt Artefakte bei sich, die ihn nicht nur beinahe unsterblich machen, sondern exakt das, unsterblich. Solange er diese Artefakte bei sich trägt, und wir sprechen dabei nicht nur von einem Splitter, sondern auch von einem Frevlergewand, wird es sicherlich sehr unmöglich werden, egal ob die Zwölfe mit euch stehen oder sonst wer. Ihr solltet also etwas mehr über ihn und seine Pläne erfahren, bevor ihr dann sinnlos irgendwo in Angbar herumsteht. Und wenn das stimmt, was ihr sagt, und er sich die Flamme von Pyrdakor selbst einverleibt hat, dann ist auch er auf dem Wege, ein Gott zu werden. Und das meine ich wortwörtlich. Ich gebe ihr nicht gern recht, aber... Amelmir, du hältst erstmal die Schnauze! Sie hat recht. Eure hohen Götter, ihr kennt sie vielleicht als Pharmalor oder als... Auch Pyrdakor war ein solcher. Ein Drachengott. Alles Drachen. Das mögt ihr vielleicht nicht gerne hören, aber es gibt viele von ihnen. Unter anderem hat Pharmalor Kor gezeugt, der auch für euch ein Gott ist. Aber schaut sie einmal zu dem aktuell sehr stillen Rafim Ibn Kanabar. Und wenn sich Rassasor jetzt nach und nach die Flamme oder auch andere Gegenstände von Pyrdakor einverleibt, dann wird er zu einem Gott mit Artefakten eines anderen Gottes. Iserun, ich habe höchstpersönlich Leute für weniger auf den Scheiterhaufen gebracht. Unterbindet das! Weil ich die Wahrheit spreche? Sie tut manchmal weh, oder? Lügen, samt und sonders, nichts weiter. Nein, sie hat schon recht. Wir müssen mehr über den schwarzen Drachen erfahren.
Oh, jetzt fangt ihr nicht auch noch an. Drachen denken in anderen... Es kommt ganz darauf an, wie man Gott definiert. Wenn man es als übermächtiges, unsterbliches Wesen ansieht, dann hat sie wohl recht. Drachen denken in anderen Maßstäben. Es spielt keine Rolle, ob ihr in einer Woche, in zwei Wochen oder in zwei Monaten dort auftaucht. Rassasso hatte 7 Jahre, um sich auf diesen Moment vorzubereiten. Und ihr habt gesehen, was ein Galotta ausrichten kann, wenn man ihm 7 Jahre Zeit gibt. Ihr habt gesehen, dass auch ein Galotta scheitert, egal wie viel Zeit er sich nimmt. Er ist nicht der erste Abteich, den wir umgebracht haben, und er wird bei weitem nicht der letzte sein. Ich rate euch einfach nur dazu, dass ihr eine Abmachung mit einem Fürstkomtur Helm Hafax nicht brechen solltet und nun unüberlegt aufbrechen solltet. Beendet, legt was ihr uns mal keine habt. Worte in den Mund. Wir haben keine Zeit, auf jeden Fall irgendwelche Verträge zu brechen. Und ja, der Drache ist noch immer eine unserer Prioritäten. Doch wir wussten schon vorher, dass wir einen Plan brauchen gegen dieses Viech. Nun gut, Karino hat recht. Wir bräuchten 2 Wochen bis nach Hause. Wenn wir jetzt sowieso schon hier sind, können wir auch eben schnell nach Zorgal. Boltax, wie ist das mit der Kommunikationsmöglichkeit? Wollt ihr das jetzt machen? Habt ihr genügend Kraft gesammelt, um uns wieder nach Zorgan zurückzubringen? Ich befürchte, wenn ich einen elementaren Diener beschwöre, werden wir nicht auf die Möglichkeit zurückgreifen können, die wir auf dem Herweg genutzt haben. Dann solltet ihr den Diener erst in Zorgan beschwören. Und kann die Anwesenheit unserer werten Begleiter uns nicht einen weniger aufwendigen Weg durch den Belagerungsring bahnen? Ihr wollt die Nachricht Azari übergeben? Ich fürchte nicht, dass sie verbündet sind mit den den Angreifern, den Zorgern. Außerdem wollen wir nicht, dass jemand erfährt, wer sie sind. Wir sollen sie also in die Stadt hineinschmuggeln. Wollt ihr herumposaunen, dass, mit wem wir unterwegs sind? Nein. Wir sind nicht unbedingt im Segen der Sultana hier. Wir sind ohne Wissen unterwegs. Vielleicht solltet ihr das vor den Agenten des Feindes nicht so laut sagen, aber mir. Ach, jetzt ist sowieso zu spät. Scharlachgrab sagt einmal, wollt ihr überhaupt in diese Stadt hinein? Was für Möglichkeiten wurden ausgemacht, um mit dem Fürstkomtur zu kommunizieren? Ich werde mit Gedankenbildern mit ihm kommunizieren und solltet ihr uns die Geweihte übergeben, dann werde ich wegtransversalisieren. Und uns, beziehungsweise mir, ist es gleich, ob wir Zorgern betreten oder ob ihr uns die Geweihte nach draußen bringt. Hauptsache, wir können sie unbeschadet übernehmen. Und was genau versichert uns, dass ihr die Geweihte auch wirklich zu Hafax bringt und nicht zu Xeran? Ihr solltet vielleicht nicht mit einer Gesichte in der Wüste herumlaufen, sondern bei solchen Treffen dann anwesend sein. Ich denke, sollte die werte Frau Scharlachkraut Helme Hafax betrügen, sollte es nicht unser Problem sein. Gut, wir machen uns also auf den Weg nach Zorgan hinein. Voltax? Ja, es... In der Ruhe liegt die Kraft und wenn man etwas richtig machen will, dann muss man sich Zeit dafür nehmen. Ja... Wir können jetzt nicht überstürzt aufbrechen, das macht keinen Sinn, ihr habt recht. Außerdem wussten wir schon vorher, dass der Drache die Flamme hat. Was? Was? Das wussten wir schon seit der Belagerung von Garret. Und ist das denn dieselbe? Nun, wir haben gesehen, wie er in den Westen geflogen ist und wir haben von den Zwergen selbst persönlich erfahren, dass Angbar niedergebrannt wurde, oder nicht? Ja, aber Albrax war da aber garantiert nicht dabei, denn er war in Wehrheim. Nun, aber er hatte doch Kunde bekommen. Und deswegen ist er da aufgebrochen nach Angbar, oder nicht? Das ist Spekulation. Ihr hört wirklich die wildesten Gerüchte. Ich möchte mal wissen, wo ihr die alle her habt. Ja, scharfer Blick zu Azareel. Ich frage mich nur, wer hier seltsame Dinge herum erzählt, nicht wahr? Es bringt jetzt nichts, uns zu streiten. Fokussieren auf das nächste Ziel und dann so schnell wie möglich Hilfe entsenden.
Ihr seht sehr müde aus, Bannstrahler. Ihr solltet euch vielleicht etwas ins Bett legen, damit wir morgen rechtzeitig aufbrechen können. Es wird immerhin ein langer Ritt nach Zorgern. Warte, jetzt muss ich auch ganz würfeln. Jetzt neuer Gut. Nehme ich schon Ratschläge von Scharlachkraut entgegen. Ich will zwei machen, an jede Richtung. Wir brechen mit dem ersten Sonnenstrahl auf. Und dass mir niemand die beiden hier aus dem Auge lässt. Keine Anwende, gut. Aber mir nimmt die erste. Wie ihr befehlt, mein König. Ich sag dazu nichts. Gut, so könnt ihr den restlichen Abend hier mit einigen Wachen dann verbringen. Selbstverständlich ist auch noch Vespertilia Venichel dabei, die uronische Kriegerin, die ihr gefangen genommen habt und über deren Schicksal ihr euch... Ja, nehmt ihr sie mit? Wollt ihr sie hier lassen? Wollt ihr sie töten? Wollt ihr sie freilassen? Ihr habt die Frau noch nicht hingerichtet? Natürlich noch nicht. Sie könnte taktische Informationen haben. Lasst mich die Frage einen halben Satz zurückstellen. Ihr habt die Frau noch nicht ausgequetscht? Natürlich. Ja, soweit es die Zeit zuließ. Andererseits bin ich auch nicht sehr gut über die Informationen hier, die Situation hier informiert. Von daher möchte ich sie gerne nach Zorgern verbringen, dort den Verteidigern übergeben, damit sie nochmal eine ausführlichere Befragung durchführen können. Zudem steht es uns nicht zu, über sie zu richten. Als Vogelfreier steht es jedem zu, sie zu richten. Denn gerichtet wurde sie bereits von den Göttern. Ja, wunderbar. Wir bringen sie trotzdem zurück. Naja, gut. Ja, und so könnt ihr die Nacht hier verbringen, wie gesagt, mit abwechselnden Wachen und Jalan wird dann die Entrückung nach und nach durch die Bohrenstund ausgetrieben. Nachts baut sie nur eine halbe Stärke ab. Ja, doch, aber wenn du halt nichts Preisgefälliges tut, dann wird sie eben am nächsten Morgen trotzdem weg sein. Ja, dann schreiben wir den 22. Ingrim. Wenn ihr noch nicht regeneriert habt, ihr habt 2 Regenerationen pro Tag, maximal, wenn ihr nichts tun solltet. Boltax hat die schon benutzt. Wenn ihr anderen noch nichts regeneriert haben solltet, dann dürft ihr das noch tun. Jalan beispielsweise darf einmal regenerieren. Und da steht dann Karma natürlich auch mit drauf, ein Punkt, falls ihr die braucht. Und dann geht das am nächsten Morgen, dem 22. Ingrim, wieder in Richtung Norden, am Baron Ula vorbei. Der große Fluss, der hier Aranien am Leben hält. Wieder einmal seht ihr die merkwürdigsten Tiere, auch einige Krokodile, die ihr dann am Flusslauf erkennen könnt, die hier dann in der Sonne liegen und sich noch ein bisschen braten lassen. Wieder den ein oder anderen Vogel, das ein oder andere an katzenartigem Tier. Ob das jetzt wirklich ein Löwe ist oder eine kleinere Hyäne, so eine Kurmbestien, ihr seid euch nicht ganz sicher, das aus der Entfernung dann nicht wirklich auszumachen. Die Sonne brennt jetzt gerade im Ingrim von oben nach unten herab und ihr seid relativ froh über eure neue Kleidung, die ihr bekommen habt. Turban bzw. Schleier dann für Isarun. Die verschiedenen Abzeichen in Silber oder dann in dem Meteoreisen, wenn ihr denn Geweihte seid. Und auch die Sachen in Gold, wenn ihr, wie gesagt, adlig seid, was ja aktuell der Fall bei euch ist. Also ihr seid sehr dankbar über die Kleidung, die euch auch atmen lässt. Und dann ungefähr einem Tag, es ist noch nicht ganz untergegangen, die Sonne, könnt ihr dann vor euch die ersten Zelte und Banner im Wind erkennen und seht dort die Umrisse der Stadt. Die Stadt ist noch nicht gefallen, es brennt auch nichts, ihr könnt aber wie gesagt dann dort auch Treiben hören, Klänge von Kriegerinnen, die gerade im Wind kakophonische singen und ihre Kriegsschreie dann nach Norden hallen lassen. Und vor euch liegt dann Zorgern. Wenn ihr mögt, dann dürft ihr auch eine Sinnenschärfe machen.
um mehr zu erkennen. Mehr Punkte sind natürlich immer gut, wenn ihr irgendwelche Sichthilfe habt, dann wäre das natürlich bitte zu erwähnen. Dämmerungssicht. Ich gucke in die Sonne. Dämmerungssicht. Wie gesagt, es ist nicht dunkel, also es gibt keine Erschwernisse durch Dunkelheit, die du abbauen könntest. Es ist wirklich eher so, dass du sowas wie ein Fernrohr oder sowas bräuchtest. Okay. 10 Sternchen. Ich mach mal einen Adlerauge. 10 Sternchen. Nee, 9 Sternchen. Ja, maximal Erschwernis. Diese? Ja. Ich kann euch die Probe auch vorher um 15 Punkte erschweren. Dann habt ihr die richtige Erschwernis. Ihr kennt das Spiel auch schon von der Hohen See. Da sind die Horizonte natürlich ein bisschen anders verteilt. Aber 15 Sternchen wären natürlich schon mal hilfreich. 9 Punkte sind wie viel plus? Erleichterung um ZFP-Stern. So 9. Tschö. Eine Erleichterung. Dann dürft ihr beide, Kiaras und Isarun, eine Götter- und Kulteprobe plus 15 ablegen. Dämonologie würde helfen oder die Spezialisierung für Raya. Ihr braucht hier die Götter- und Kulte-Dämonologie-Probe an. Nicht Magiekunde, sondern Götter- und Kulte. Okay. Die anderen können dann leider nicht viel mehr erkennen. Also sehen dann, wie gesagt, nur noch Zeltbanner und Heerbanner. Da gar nichts zu holen. Und da auch nicht so viel zu hören. Ihr könnt an der Stadt... Moment, so ein Punkt... Das hilft auch. Doch, würde helfen. Aber plus 15? Du müsstest... Du müsstest nämlich... 15 oder weniger. Ich wollte gerade sagen. Nee, nicht 15 oder weniger. Du müsstest eine 12 oder weniger würfeln. Ja, mit einer 2 ist das gegeben. Du hast ein THW von 12 plus 15, dann sind deine Attributspunkte alle um 3 Punkte vermindert. Und dann kannst du nicht nur die schwarzen Rosenranken erkennen, sondern sie eben auch zuordnen. Das ist die eigentliche Kunst der Belagerung. Du kannst hier wenig Artillerie oder sowas in den Reihen von den Oroniern erkennen, also keine Tribuchets, keine Skorpione, keine Ballisten, sondern du siehst, dass die Stadtmauer umwuchert wird von Rankwurzeln, schwarze Rankwurzeln, und die Zorgane, vor allem dann die Stadtwache, haben auch versucht, die niederzubrennen, abzubrennen. Es gibt einige schwarze Verfärbungen, die dann eben auf Feuer und Brand rückschließen lassen, die allerdings die Rosenwucherung nicht zurückdrängen konnten. Hüte dich vor der Dornrose, denn sie ist nicht allein hässlich anzuschauen, sie hasst auch die Diener der Götter mit ganzer Kraft. Ist sie selbst doch durch Dämonenwerk entartet. Einst war wohl sie eine gewöhnliche Wildrose, doch nun hat sie wahre Freude daran, die Gläubigen zu stechen und zu martern. In Oron dient die rot-schwarze Dornrose als allgegenwärtiges Symbol des Landes und ihrer dämonischen Herren. Man sieht sie an ihren Tempeln und als Häuserschmuck. Ihr erdiger, fast blutiger Geruch hängt schwer über jeder Versammlung von Adligen und Kultisten.